kommen jetzt zu absoluten Newcomern hier bei Nightwatch. Sie touren schon durch die Herrenländer. Sie kommen eigentlich aus Österreich, glaube ich, ne? Sie kommen aus Österreich und rocken aus Bamberg. Franken, ja, das ist eine Währung. Wir sind sehr froh, dass Sie hier sind. Sie rocken immer den Quatsch Comedy Club und ich habe schon mal eine Mixshow mit Ihnen gespielt und das ist großartig, was Sie machen. Hier zum ersten Mal bei Nightwatch, Streckenbach und Köhler! Nightwatch. Vielen Dank, liebe Freunde, vielen Dank, ihr Medienkulturmenschen, vielen Dank, Heise. Es ist ein toller Abend und ich freue mich unheimlich, heute Abend hier auf der Bühne zu stehen. Mein Name ist André von Streckenmacher meines Zeichens, hochbegabter, hochtalentierter, hochmusikalischer Gesangsmensch. Und also das ist der Köhler, aber der Köhler ist eigentlich mehr so eine mehr oder minderwertige Begleiterscheinung heute Abend hier. Der hat auch überhaupt keinerlei Ausstrahlung, meine Lieben. Ja. Der sagt auch nicht viel. Ich meine, ist ja auch ganz klar. Ich zum Beispiel habe ganze Musikrichtungen erfunden, zum Beispiel den Hip-Hop. Ihr kennt alle Hip-Hop. Hip-Hop habe ich erfunden und den heutigen Hip-Hop, den ich euch mitgebracht habe, der ist geschrieben in einer Art Jugendsprache, meine Lieben, eine Jugendsprache, die jeder Hip-Hopper heutzutage versteht. So, mein Name ist jetzt nicht mehr André von Streckenbach, sondern Strido. Und das da ist der DJ Krö. Sitz mit ner Affenbifi vor der Glotze, ess ein Butterbrot mit Bienenkotze. Den Wecker hätt ich fast verchillt. Gestern hab ich noch mit meinen Homies gegrillt. Ich ess ein Spiegelei mit Speck und Zwiebel. Ich les die Schlagzeilen in der Maurerbibel. Den Kaffee nehm ich dann ins Wohnzimmer mit. Kleidung egal, ich trage Geburtsoutfit. Ich fühl mich Pyroporn auf ein fucking Tastic Tide. Hammer, Bombe, cremig, leider geil. Ich bin übelst fett im Haus. Kein Honk, kein Körperklaus. Ich bin ultra krass und fresh und kenn mich aus. Ich bin der Hippopräsident, ihr seid die Crowd, yeah. Ich hab
Monobraue. Ich fühle mich für und vorne beim fucking Tastic Time. Eure Köpfe, eure Hände will ich sehen. Hammer, Bombe, cremig, leider geil. Eure Köpfe, eure Hände, ich bin übelst fett im Haus. Kein Home, kein Körperklaus. Ich bin ultra krass und fresh und kenn mich aus. Ich bin der Hypo-Präsident, ihr seid die Crowd. Sag ich hip, sag ihr hop. Hip, hop, hip, hop. Sag ich flip, sag ihr flop. Flip, flop, flip, flop. Hip, hippity hip, hop. Hip, hippity hip, hop. Hip, hippity hip, hop. Slippity, bippity, bip, bop. Slippity, hippity hip, hop. Slippity, bobbity, cockity, bockity, bockity, dappity, bang, bang. Okay, okay, was anderes, okay, Achtung. Sag ich Hunger, sag ihr Durst. Okay, fertig. Sag ich Hunger, sag ihr Durst. Sag ich Schinken, sag ihr Wurst. Sag ich Arm, dann sag ihr Weiß. Sag ich Kuh, dann sag ihr Okay, jetzt alle Männer, okay? Achtung, 2, 3, 4. Hey, 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 aber schön falsch. Hey. Und die Frauen. Und alle, die den Köhler gut finden, naja, machen wir jetzt mal. Yeah. Super gute Freundin, ich hab sie lieb. Ihr kennt sie von TV Total und wir haben Kinderfernsehen zusammen gemacht. Ja, beim ZDF. Bei Kika, ne? War das bei Kika? ZDF TV? Ja, haben wir so Schulen besetzt und durften dann so mit so Kindern und, aber es war süß. Wir haben Kinderfernsehen zusammen gemacht und dann haben wir doch eher gemerkt, dass wir doch lieber Ficke, Fotzen, Feuerstein sagen und deswegen sind wir dann da rausgeflogen, völlig zu Recht. Aber es war eine ganz, ganz tolle Zeit beim Kinderfernsehen mit dieser nächsten wunderschönen Künstlerin. Eine Anekdote kann ich erzählen. Es war eine Live-Aufzeichnung mit dem Koch Nelson Müller. Kennt ihr den? Nelson Müller. Und das ist ein Koch. Und der war da. Und wir haben wirklich einen Raum, Aula voll mit so 5-Klässlern, die sich voll gefreut haben. Hey, schulfrei! Yay, Fernsehen kommt teil! Hast du Mathe gemacht? Machen wir gleich. Und dann gab es so Chili. Wir hatten so Chili und wir mussten so fühlen und dann hatte ich so die Augen verbunden. Haha, hab nichts gesehen. Und dann hat Tané mir eine Chili gegeben und die habe ich dann so gegessen und fand das dann, alle haben so gelacht und dann habe ich dann nicht mehr gelacht und dann voll angefangen zu, und dann habe ich total den Anfall bekommen, weil das so scharf war, dass ich live bei ZDF TV gesagt, verfickte Scheiße, ist das scharf, Alter, ist das scharf. Voll angefangen zu schwitzen, die Kinder. Und du merkst es, wie so eine Referendarin ihren Kindern so die Augen. Ja, und jetzt sind wir bei Nightwatch. Und sie ist großartig. Bitte begrüßt auf der Bühne Tané! Nightwatch. Kriegen wir das Ding auch hier irgendwie runter? Wie geht das?
Ach so, Frau, ne? Jo. Ja, das stimmt. Das war so ein bisschen wie Saw 3, ne? So in dem Moment. Ja, das war krass. Deswegen habe ich auch ein rotes T-Shirt an heute. Ja, ich freue mich total, heute hier zu sein und bin auch froh, dass ich das körperlich irgendwie gepackt habe. Meine Freundin hat nämlich irgendwie gedacht, das ist eine super Idee, wenn ich einen Gutschein schenke für eine Thai-Massage. Und dann waren wir am Zülpicher Platz hier in so einem Laden, ne, für die Thai-Massage. Ja, war interessant, ne? War schon mal jemand da bei der Thai-Massage? Warst du schon mal? Du warst schon mal da? Ja, bist schon wieder im Krankenhaus raus. Das ist gut. Ja, das ist krass. Da kannst du dich eigentlich auch genauso gut von der Disco verprügeln lassen. Ja, also der Laden sah jetzt an sich erstmal total harmlos aus. Ne? Bisschen so wie Buddhas Trödeltrupp. Ne? Und die hatten da sogar so ein Fußfisch-Spa. Kennt ihr das? Fußfisch-Spa? Wenn du besoffen bist, kriegst du das auch nicht mehr hin. Ne? Fußfisch-Spa. Und das sind dann so Fußessfische. Ne? Also die knabbern halt den ganzen Tag deine Schuppen weg. Da habe ich gedacht, geil, hab ich direkt mal meine Haare rein. Ja, aber das ist total der Trend, ne? Also das machen irgendwie alle Stars da mit diesen Fußessfischen, ne? Hier, Kim Kardashian, Paris Hilton, Oscar Pistorius. Machen die alle. Und dann kam dann auch so eine total süße kleine Elfe auf mich zugeschwebt. Also die hat sich dann so durchs Gerümpel geschoben, ne? So, Therese Hanan. Ich so... Hä? Tio ist Hanan. Ich so, was ist mit meinen Haaren? Tio ist Hanan. Habe ich erstmal Shazam angemacht. Ja, kann er denn nicht machen? Volle Massage tunte. Sie sind zu spät. Ich so, was? Wollte ich erst so was sagen, aber mach's ja auch nicht, wenn die dich da irgendwie so anstrahlt, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Das ist das einzige Volk, das es schafft, dich höflich zu beleidigen. Es ist krass, oder? So das Land des lachenden Mittelfingers. Irgendwie so. Ja, aber die sind doch so nett irgendwie, ne? Denen wird's ja auch alles erlauben. So, hallo, Frau Merkel, hallo. Großer Fan, ja? Großer Fan. Machen wir Krieg mit Atombombe? Ja? Guck mal, Joachim, diese Freundlichkeit, Sie sind aber nett, mein lieber Scholli. Ja, machen Sie mal. Ja, so würde das doch ablaufen, ne? Und dann hat die mich dann auch in so einen Raum reingeführt mit so total vielen Matratzen auf dem Boden. Ich dachte, das shit, doch Happy End. Ne? So, bitte aussehen und nur noch Unterhose an, ja? Ihr kennt das, ne? Man hat so eine Unterhose für offizielle Anlässe. Ja, oder so die Ausgehunterhose, ne? Für Arztbesuche oder sowas. Ja, die hatte ich ja natürlich nicht an. Ne? Und meine Mutter, ne, die hat so oft zu mir gesagt, Tane, zieh dir immer eine ordentliche Unterhose an, falls du mal einen Unfall hast. Was? Ganz ehrlich, wie stellt die sich das denn vor in der Notaufnahme? Der Arzt irgendwie so, Protokoll, Oberkopfschienbeinbruch, leichte Hämatome. Wow. Wow. Ja, ganz ehrlich, so war auch irgendwie ein bisschen die Reaktion da in dem Raum. Ne? Ich stand dann halt da vor total der netten Masseurin, ne? In meiner Boyfriend-Unterhose. Mit SpongeBob drauf, der sie so total dumm angrinst. Wollen wir Spaß haben? Ab zum Quarren kneten. Ja, was soll ich machen, ne? Ja. Hey. Ja, aber das ist lustig, weil ein Kumpel von mir letztens auch bei der Thai-Massage war und der musste jetzt leider so eine Papierunterhose anziehen. Also so eine Erwachsenenwindel aus Papier gefaltet. Ist schon traurig, ne? So ein Kerl von 1,90, der sonst so Fußball macht, so total sportlich und steht dann da in dieser Erwachsenenwindel. Ne? Schon sehr hilflos, ne? Aber dieses Gefaltete, das ist ja Kunst, ne? Ich meine, der Deutsche faltet ja klassischerweise so. Schiffchen.
Und der Asiate, ne, der faltet ja so. Origami Sleep. Schloss Neuschwanstein. Eine mach ich noch. Anfangsszene von Star Wars in Originalgröße. Ja, das ist krass, ne? Also die haben es halt mega drauf, ne? Gut, die übertreiben ja auch ein bisschen, ne? Also die Masseurin, die hat so viel Öl genommen, die ist schlimmer abgerutscht als den Ceylon, ne? Ja, das ist wirklich krass, ne? Ey. Und dann ist die so auf mich draufgesprungen, wie beim Bullriding, ne? Die hat mich so krass bearbeitet, ne? So Arme nach hinten gezogen, Beine auseinandergedrückt, ne? Schöner und Doppelknoten rein. Ey, ich hab mich gefühlt wie Kate Winslet in Titanic. Ja, nur auf diesen scheiß Eisberg gewartet, ne? Er kam nicht. Ich war traurig. Und, tut er gut, ja? Ah! Ey, ich hätte ja was geantwortet, aber ich war schon tot. So, jetzt machen wir eine letzte Übung für heute. Heiß, Lin-Lin, Turm springen! Wollt ihr gerade wieder so voll auf mich draufspringen? Ich schon so, auf einmal so ein Gong und Lin-Lin so... So, jetzt ist ja Feierabend. Ja, ich will auch mal heim. Brauchst gar nicht zu dem Glotze. Ich muss noch kochen, die Kinder holen. Schluss mit dem Theater. Und kauf dir bitte mal eine gescheite Unterhose. Dankeschön. Tane! Nightwatch. Dieser Applaus nochmal für Tane! Beautiful! Seid ihr bereit für den letzten Künstler des heutigen Abends? Bitte begrüßt auf der Bühne Faisal Kavusi! Nightwatch. Was geht? Können Sie gut drauf? Was war das denn? Das könnt ihr besser. Können Sie gut drauf? Ja, das ist Köln, wie ich es kenne. Killer. Ich stelle mich erstmal richtig vor. Mein Name ist Faisal Kavusi. Ich bin 1,90 groß, wiege 85 Kilo. Habt ihr das geglaubt? Und ich bin Afghane. Also die Stimmung kippt, Leute. Ja, aber ist alles cool. Aber als Afghaner hast du es nicht leicht. Als Afghaner hast du es nicht leicht. Denn wisst ihr, wenn ich nach Afghanistan gehe, bin ich ja Deutsche und hier in Deutschland bin ich ja Türke. Uns kann keiner unterscheiden. Kam eine deutsche Frau zu mir, sagt, bist du Türke? Ich sage, nee, ich bin Afghane. Ach, ist so Jacke wie Hose. Oder ein Türke kommt zu mir und sagt, warum bist du kein Türke? Ich dachte, Türke sein ist so Mainstream. Sind mini Afghanen. Aber eins, wenn wir mit den Türken gemeinsam, wir sind genauso behaart. Wir sind richtig behaart. Wenn wir nackt sind, denkst du, wir tragen schwarze Leggings. Männer und Frauen. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Und für die von euch, die es nicht wissen, ich bin Single. Und wenn ihr gut drauf seid, mache ich eine Runde Stage-Diving, das wird der Hit. So, sie hat keine Ahnung, was es ist, sie chillt einfach so. Die ist so, keine Ahnung, mach doch. Ja, wie gesagt, ich bin Single und ich habe überlegt, hey, was kann ich machen, ein paar Frauen kennen. Dann habe ich gehört von Single-Partys. Single-Partys. Ich habe gesagt, hey, alle Singles, da kannst du Leute kannst jeden ansprechen. Dann habe ich gesagt, ey, cool. Dann habe ich mich erstmal schick gemacht, habe mir schöne Klamotten gekauft, Haare geschnitten, Augenbrauen rasiert, alles. Aber ich habe einen Fehler gemacht, ich bin ins Solarium gegangen. Das war ein Riesenfehler. Die meisten Menschen gehen dorthin, die kommen raus, sie sehen aus wie Hähnchen, super. Ich ging da rein, ich komme raus, ich war schwarz. Ich war so schwarz, mein Schatten war verwirrt. Der so voll gestehe, du mir, wie läuft das? Was soll ich also? Aber dennoch habe ich mich getraut und ich bin auf diese Single-Party gegangen. Und dann merkst du, wenn du auf dieser Party bist, da sind dann Männer und Frauen sind wie Antilopen und Löwen. Und das Problem ist, ihr Frauen, wir verstehen uns einfach nicht, weil Männer sind doof.
Wir sind doof, wir checken eure Zeichen nicht. Wir checken, wenn wir uns so nicht kennen, wir wissen nicht, wie das ist. Wenn eine Frau, wir brauchen eindeutige Sachen. Wenn eine Frau dich mag, so die, du siehst, die gefällt es, das Zeichen ist das hier. Und wir Männer sind so doof, um das zu verstehen. Was wir brauchen ist... Das ist das Zeichen. Das Geile, sie guckt sie an, so, gute Idee, ey, das machen wir. Weißt du, dann traust du dich, eine Frau anzusprechen und dann kommt die ins Gespräch und dann stellst du diese eine Frage, die du immer fragst, aber du fragst, sag mal, wie alt bist du denn? Schätz mal. Ich denke mir dann, 40 dummes Stück. Aber ich raff das nicht. Liebe Frauen, ich raff das nicht. Warum habt ihr ein Problem, immer euer Alter zu sagen? Jetzt mal, kleiner Tipp für euch. Wenn ihr älter werdet, das sieht man. Aber ihr habt auch Glück. Ihr habt auch Glück, wenn eine Frau zum Beispiel sich irgendwie irgendwo sitzt und sie fühlt sich nicht so schön, dann könnt ihr euch schminken und sie sieht aus wie Topmodels. Wenn du als Mann hässlich bist, dann bist du gefickt. Dann hilft dir gar nichts. Und dann spricht die Frau und ich sag so, hey, Single Party, das ist so cool, lass mal ins Restaurant und dem Mann gehen, ein bisschen was essen. Ich so, okay. Dann sind wir ins Restaurant gegangen, haben was gechillt. Und dann habe ich überlegt, so, was nehme ich denn? Sagt sie, nimm doch einen Salat. Ich so, pfft. Achso, du meinst ernst? Dann habe ich so, isst du keinen Salat? Ich so, doch. Fleischsalat. Und dann passiert dieser schreckliche Moment. Wenn wir Männer irgendwas Witziges sagen und die Frauen finden das nicht cool, dann ist immer dieses... Das zeigt so, ich bin abgefuckt. Und du bist ein Vollidiot. Ab dem Moment ist es vorbei. Und dann wird so diese peinliche Stille in einem Date. Kennt ihr das? So, man weiß nicht, was man sagen soll. Man guckt so ins Nichts und dann treffen sich die Blicke so. Das ist schrecklich. Und dann hab ich gesagt, ey, ich ergreife jetzt die Initiative. Und dann habe ich gesagt, hey, was machst du denn so in deiner Freizeit? Sagt sie, also ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Und ich so, super Thema, das ist. Die so, ja, Fitnessstudio, da kann man abnehmen. Gehst du auch gerne ins Studio? Ich so, ja. Ins Maggi-Koch-Studio. Dann ist er vorbei, danach war es vorbei. Ich hab's verkackt. In dem Moment habe ich es verkackt und dann bin ich nach Hause und dann kam ein Kumpel vorbei und ich sollte erzählen. Und da ist der Punkt, wo Männer und Frauen so verschieden sind. So unglaublich verschieden, wenn eine Frau nach dem Date ihren Freundin erzählt, was war, ist immer so, ja, wir waren erst im Kino und dann waren wir was essen und dann waren wir bei ihm, es war so schön. Bei uns Männern ist so beim PlayStation spielen, so, ey. Wie war das denn mit der Sarah? Hab sie geknallt. High five. So läuft das bei uns Männern ab. Und ich habe dann auch gemerkt, so, hey, Faisal, das mit den Frauen hier in Deutschland, das funktioniert nicht so. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Afghanistan. Aber ihr könnt euch vorstellen, so als Afghan in einen Flughafen zu gehen, ist komisch. Das ist so, wie wenn du als Griech in eine Bank gehst. Man mag dich nicht. Und ins Flugzeug reinzugehen ist auch komisch, weil wenn ich erstmal reingehe, gehe ich direkt zu Stewardess, die mögen mich besonders nicht, wahrscheinlich, weil sie für mich immer ein Extragut holen müssen. Ich sage, pass auf, ich bin Afghane, wir sind in einem Flugzeug. Provozier mich nicht. Sonst setze ich mich nach rechts und wir fliegen im Kreis. Und das ist auch der Hit. Das ist wirklich der Hammer. Wenn ich ins Flugzeug reinkomme, ich sehe es in diesen Gesichtern vor den Menschen, die denken so, hoffentlich sitzt er nicht neben mir, hoffentlich sitzt er nicht neben mir. Nein, das ist so assi. Wir spüren das. Wir Fetten, wir sind auch Menschen. Und dann läufst du vorbei, dann bleibst du irgendwo stehen und so, ist er frei? Und der Typ so, oh fuck, Armlehne hoch. Und alle anderen so, und das Ding ist ja, ich setze mich neben dem, ich bin dick und Afghane. Das heißt, der hat nicht nur Platzangst, sondern auch Angst. Das ist die Hölle. Das muss auf den Abend gleich schrecklich sein. Einmal kam es mal so eine Situation, ich kam so rein und damals hatte ich ein bisschen längeren Bart. Ne? Der Typ sitzt da. Euch reicht schon der Gedanke.
Ne, der Typ sitzt also ganz entspannt, ganz locker. Und dann komme ich rein, setze mich hin, der so. Ich hab mir so, okay, ich spiel mit. Es ist vorbei. Allahu Akbar. Er ist in die Hose gekackt, der Typ. Ich bin vom Flieger geflogen, aber der Gag war es wert. Ich sag's. Danke, Papa. Und dann kommst du in Afghanistan an und du merkst, das ist einfach ein anderer Teil der Welt. Die Menschen sind ganz anders drauf. Zum Beispiel, was ich nicht wusste, in Afghanistan, Männer halten Händchen. Das ist ganz normal. Ich hab das nicht gewusst. Irgendwann, ich sehe so einen Onkel von mir, den ich als kleines Kind mal gesehen haben soll. Und ich gebe ihm in die Hand so, hey, wie geht's? Und dann... Und dann hat es angefangen, mir zu gefallen. Ja, durch die Spalt gelaufen. Und das merkt ihr dann, die Afghanen sind mit ihrer Sexualität im Reinen. In Deutschland geht das gar nicht. Wenn Männer sich zufällig die Hände berühren, so, laufen durch die Stadt so, fahrt mich nicht an! Was ist los mit dir? In Afghanistan ist eine ganz andere Welt. Und was viele nicht wussten, Homosexualität ist unter den Taliban was ganz Normales. Stell dich mal vor, so vollbärtige Taliban bauen so nackt Bomben, so. Pass auf, die Hand brauchst du noch. Wie darf man sich das vorstellen? Dann sind die ganzen Taliban dort und machen ihre Sexpartys. Da kommst du hin und sagst, hey, was geht denn hier? Mustafa Street Day oder was? Das ist der Wahnsinn. Muss ich sagen, so, was ich an euch Kölnern einfach geil finde, was ihr gemacht habt, ist, ihr habt den Kölner Dom, ihr habt das Licht ausgemacht in dem Moment, wo es drauf ankam. 16.000 anständige Menschen haben sich gegen 3.000 Vollidioten gestellt und das war einfach geil, was ihr gemacht habt. Das war einfach richtig geil. Köln hat Fahne gezeigt und das war der Hammer. Das war der Hammer. Und das ist auch geil, aber an einer Stelle bin ich immer so trotzig, auch bei der Politik, es wird immer das Wort Toleranz benutzt. Toleranz, das ist so eigentlich meiner Meinung nach so ein falsches Wort. Weil Toleranz Menschen gegenüber, man toleriert keine Menschen. Man toleriert das Wetter, keine Ahnung, die Gurke im Cheeseburger. Aber man toleriert nicht andere Menschen. Wir sollten uns nicht tolerieren, wir sollten uns akzeptieren und respektieren. Das wäre viel anständiger. Oder? Und das habt ihr gezeigt. Aber wenn es keine Vorurteile gäbe, hätten wir keinen Jobs. Wie Comedians. Das ist aber nicht so schlimm. Aber wisst ihr, Afghanistan, was an Afghanistan interessant ist, was viele nicht wissen, Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat. Da leben die vielen verschiedensten Völker. Da leben die Pashtun, die Usbeken, die Hazara. Die Hazara sind alles Mongolenvolk, die nach Afghanistan gekommen sind. Und die sind bei uns genauso beliebt wie die Polen hier. Also wenn Sperrmüll ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich bin selbst jemand, der mit Vorurteilen kämpfen muss, aber dass sie Polen klauen, das ist wahr. Denn die haben damals mein Fahrrad geklaut und ich habe meine Eltern verdächtigt. Ich wurde kleine Freiser, gehe zur Polizei, sagt, sie haben mein Fahrrad geklaut und ich glaube, das waren meine Eltern. Sag mal, wie kommst du denn darauf? Ja, weil immer, wenn ich schlafen gehe, sagt mein Vater, Freiser schläft, steig auf. Ich habe mal bei mir im Ort Soloabend gespielt, 400 Leute lachen, mein Vater nicht. Nach der Show meine Freunde kamen und sagen, ey Faisal, war super, war cool. Und mein Vater so im Hintergrund. Wir reden zu Hause. Seitdem war ich nicht mehr zu Hause. Und bei der Afghanistan, das Lustige ist, diese kleinen Völkchen untereinander, die hassen sich. Wir sind rassistisch untereinander, wir brauchen Pegida gar nicht. Und jetzt will ich euch mit einem Abschluss einen kleinen alten afghanischen Witz erzählen. Stellt euch vor, Pashtune, das ist ein Volk, der hasst die Hazara. Und der geht mit einem Maschinengewehr in die Berge und sagt, der nächste Hazara, der hier vorbeiläuft, den bringe ich um.
Da läuft ein junges Mädchen vorbei und sagt, du Mädchen, komm her. Wie heißt du? Mein Name ist Fatima. Meine Mutter ist auch Fatima. Ist okay, lauf weiter. Und alter Mann hat das alles mitgezeigt. Du alter Mann, komm her. Wie heißt du? Mein Name ist Ali, aber meine Frau nennt mich Fatima. Geil, ihr wart der Hammer. Macht's gut. Ciao. Faisal Kavusi. Applaus für Faisal Kavusi. Ihr lieben Leute, das war Nightwash 2015. Ihr wart der absolute Knaller. Applaudieren einmal für euch selbst.